Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen und ein herzliches SmartLife Crew High Five an alle SmartLife Crew Mitglieder. Ihr müsst entschuldigen, falls ihr hier irgendwelche Geräusche hört, wenn es irgendwie poltert, weil wir haben hier Windstärke, was weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendwie 90 km/h Wind und das poltert hier ständig irgendwo gegen. Also wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, dann liegt das an dem schönen Aprilwetter. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gehört, da dachte ich, oha, jetzt geht's los. Denn Jan Koum hat tatsächlich wohl bei Facebook gekündigt. Jan Koum ist ja der Gründer von WhatsApp, beziehungsweise der Co-Gründer mit Brian Acton. Und Brian Acton hatte ja schon letztes Jahr Facebook den Rücken gekehrt und hat auch dazu aufgerufen, das Facebook-Konto, sein Facebook-Konto zu löschen, weil die Daten, der Datenschutz bei Facebook wohl so wenig wahrgenommen wird, dass er da auf jeden Fall Politik gegen Facebook gemacht hat. Jetzt hat Jan Koum auch das Handtuch geworfen und man ist wohl tatsächlich im Streit gegangen, so vermuten alle. Und das ist wirklich so der letzte Schritt, dass WhatsApp quasi komplett und alleine an Mark Zuckerberg geht. 2014 ist WhatsApp ja für 19 Milliarden Dollar an Facebook verkauft worden, beziehungsweise Mark Zuckerberg hat es für 19 Milliarden gekauft, aber damals unter der Voraussetzung, dass WhatsApp auf jeden Fall werbefrei bleibt und dass die Daten nicht zwischen Facebook und WhatsApp ausgetauscht werden. Letzteres, dass die Daten untereinander ausgetauscht werden, das ist ja tatsächlich der Fall. Da werden ja zum Beispiel die Telefonnummern unter den Programmen ausgetauscht, um dann Spam zu verhindern. Aber man weiß halt nicht, was läuft da noch alles im Hintergrund. Und jetzt geht es natürlich auch um das Thema Werbung. 19 Milliarden Dollar, so viel gibt Mark Zuckerberg nicht dafür aus, um einfach seinen eigenen Smiley bei WhatsApp zu integrieren oder so, sondern es ist ihm wichtig, dass er damit auch wieder Gewinn macht. Bei 19 Milliarden Dollar, da sollte man also mindestens das Doppelte wieder bei rauskriegen. Das heißt, er spekuliert ja irgendwie auf 38 Milliarden Dollar, die da irgendwie kreiert werden über WhatsApp. Und das geht halt nicht, wenn alles kostenlos ist. Und diese Tatsache, da hat man sich wohl in die Haare gekriegt. Und ich bin halt gespannt, wie es tatsächlich weitergeht. Wird WhatsApp eventuell wieder eine Jahresgebühr oder eine Monatsgebühr tatsächlich kriegen? Oder wird Werbung geschaltet? Dann kriegt ihr plötzlich von eurem Schatz irgendwie eine Nachricht. Und dann diese Liebesnachricht wurde Ihnen präsentiert von, steht da dahinter oder so. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Es wird auf jeden Fall spannend, denn das Thema WhatsApp, Facebook spitzt sich zu. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen, wenn der Inhalt euch auch nicht gefällt. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass ihr sofort informiert seid. Und wenn ihr das auch wollt, dann wisst ihr, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, nur dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder was Neues hochlade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, SmartLife Crew High Five. Bis dann.